Schönen guten Tag und herzlich willkommen heute bei RTL Aktuell, Ihrer News Show. Heute mit Außenkorrespondentin Ursula Schmidt. Und mit meiner Wenigkeit, ich bin Peter Klöppel. Zu den Nachrichten. Europol 380 Spiele verschoben, ganz gerne als schönes Fußball-Experte zu meinem Konflikt. Er gehe in einen Schlag hervorgespannt. Podcast ist ein Zimmer von Unberater. Zahle gibt es aber stark weiter. Trotz mit den Sporträdern. Beim Kino meine Tuchmann-Frage. Ich habe mir 65-36 Millionen. Das ist sogar eine Buch in Rom. Die Vorzeichnung ist der Jetty-Regumlösung. Das ist Scheinhof, Familienpolitik, Umkrempel. Das wird der ganze Kanal in Schatten gefallen. Das war sie. Das ist familienpolitische Leistung. Stromhälfte, Altmann, jeder Festbild. Strom ist man so gebunden zum Minister Altmann und sogar für ein Gespräch des Museums und Gabriel, das ist ein Turbose durch Mühe oder so, das kannst du nur wundern, wie viel dir was so. Wie gefährlich ist die Turbose wirklich? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Was unsere Zuschauer eigentlich auch interessieren würde, ist der Verbleib unseres Star-Gitarristen Rick the Riggity Rickson. Rickson! Er ist leider verschwunden, wir vermuten, mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde er von Außerirdischen entführt. Hierzu ist bei uns im Gespräch, im Interview von unserem Fachexpertenteam Dr. Hadel von der Friedensuniversität Arnold Schwarzenegger. Schön, dass Sie hier sind, Herr Dr. Hadel. Ja. Ich freue mich auch. Das ist unglaublich schön, dass Sie sich freuen. Unsere Zuschauer freuen sich auch. Und wir würden natürlich jetzt alle gerne wissen, was dieser Beweis von außerirdischem Leben nun für uns bedeutet. Also wenn man es recht betrachtet, erstmal nichts. Ja, aber es ist doch sicherlich eine sensationelle Entdeckung für die Wissenschaft, dass es nun Außerirdische gibt, die eben gerne Gitarristen entführen. Was sagt denn das jetzt nun aus für die außerirdische Forschung, zum Beispiel für Mutanten, die sich von den Löchern der ach so berühmten Space Donuts ernähren? Nun, das sind ja ein paar Fragen. Zur ersten, ich kann froh sein, kein Gitarrist zu sein. Die Löcher von den Donuts. Glücklicherweise haben wir die schon drin. Ansonsten würden diese Krümelmonster ja Löcher in die Donuts fressen. Sie haben mich da falsch verstanden. Donuts haben doch von Natur aus schon Löcher. Und wenn sie sich von diesen ernähren, dann steht doch der Weltuntergang nahezu bevor, oder? Müssen sich unsere Zuschauer nicht an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, Sorgen über ihr Heim machen, über ihre Familie machen, über ihr Leben machen? Ja. Für mehr Würze in meinem Leben. Von allen geachtet, von vielen missverstanden, von manchen vergöttert. RTL wagt einen Blick hinter das fussliche Gesicht dieses possierlichen Tierchens. Und nun zum Alter! Ganztägig ist morgen mit einem allgemeinen trockenen, warmen und liebevollen Klima zu rechnen. Am Morgen gibt es Sprühregen und Nebel in den örtlichen Duschen und in den weiblichen Regionen ist auch mit Föhn zu rechnen. Nur allein in der Küche gibt es eine sanfte Wölkchenbildung.